Das muss Dagi Bee ziemlich hart getroffen haben. Sie hat mit dem Drogeriemarkt DM eine Kooperation ausgehandelt. Ihre Produkte sollten nur dort verkauft werden. Doch ein Jahr später zieht DM die Bilanz. Und das sieht ziemlich bitter für Dagi Bee aus. Denn die Produkte müssen weg. Sie werden super billig ausverkauft. Hauptsache, sie sind raus. Und wenn alle Produkte verkauft sind, dann endet auch die Zusammenarbeit. Dagi Bee hat sich in einem Livestream dazu geäußert. Sie weiß noch nicht, wie es weitergeht, aber sie wird sich etwas ausdenken. Ideen hat sie zumindest viele. Interessanterweise gibt es eine Stellungnahme von DM, die gar nicht zu Dagi Bees Aussagen passt. Und das ist folgende. Der Tower sollte erstmal ein Jahr zum Test dauerhaft erhältlich sein. Nun aber ist das Jahr rum und leider war die Nachfrage nicht stark genug. Das hat Dagi Bee nicht gesagt. Wer von den beiden sagt jetzt nun die Wahrheit? Ich bleibe für euch dran. Und ja, ihr habt's richtig gesehen. Dagi's back. Ich habe wieder lange Haare. Was sagt ihr dazu? Findet ihr es schade, dass die Produkte nicht mehr erhältlich sind? Und habt ihr sie schon ausprobiert? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben.